Damen und Herren Abgeordnete, wie immer sucht die AfD zu den Landtagssitzungen nach Themen, um ihre Existenzbegründung hier nachzuweisen. Und wenn ihnen nichts weiter einfällt, dann schreibt man eben aus anderen Ländern etwas ab. Auch wenn es positiv ist, was Nordrhein-Westfalen dort macht, müssen sie das dann auch vielleicht so übernehmen, wie es denn auch geschrieben steht. Und zwar heißt es im nordrhein-westfälischen Modell, Langarbeitskonten ergänzt bestehende Gleitzeitkonten ergänzt und Konten zur Zeiterfassung. Die AfD aber stellt im Römisch 2 ihres Antrages fest, dass die bestehenden Jahresarbeitskonten ergänzt oder abgelöst werden. Also ich denke, ich könnte mir zwar vorstellen, was Sie meinen, aber Sie haben es so nicht geschrieben. Also Sie müssen sich schon sagen, was Sie wollen, entweder ablösen oder ergänzen. Und ich könnte nicht mir vorstellen, warum Sie die bestehenden Gleitzeitkonten ablösen wollen oder die Zeiterfassung ablösen wollen. Also das haben Sie hier auch nicht dargestellt. Also was wollen Sie wirklich ablösen oder ergänzen? Langarbeitszeitkonten, das ist hier auch gesagt worden, könnten in der Tat zu einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung beitragen, das ist richtig. Aber in Ihrem Antrag steht unter Römisch 1 Absatz 2 und in Römisch 2, noch in diesem Jahr ist die Einführung von Langzeitarbeitskonten für die Landespolizei zu prüfen und schnellstmöglich einzuführen. Gemeint sind natürlich, obwohl Sie der Landespolizei schreiben, gemeint sind nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gesamten Landespolizei, sondern nur Vollzugsbeamte. Und da frage ich mich, warum Sie das so begrenzen, obwohl Sie ja wissen, dass bei den Jahresarbeitskonten gegenwärtig, auch der Minister hat es gesagt, auch angestellte Beamte und Verwaltungsbeamte einbezogen werden, also fortschrittlich als das, was Sie hier darstellen und erreichen wollen. Allein die Auffassung muss man sich auch mal vorstellen, die Einführung dieser Konten in diesem Jahr zu prüfen, zeigt eigentlich, wie unrealistisch Sie an diese Sache herangehen und wie unrealistisch Ihre Politik ist. Denn oder man will oder Sie wollen als AfD die Beteiligung von Interessenvertretungen wie Gewerkschaften, Bund der Kriminalisten, Personalräte und so weiter ausschalten. Denn das Mitbestimmungsrecht ist Bestandteil unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, kann bei so einem umfassenden Projekt doch nicht außen vor gelassen werden. Und in diesem Jahr zu prüfen, da frage ich Sie, wie soll das geschehen bei diesem mehrstufigen Mitbestimmungsrecht? Das ist von vornherein unrealistisch. Alleine deshalb ist dieser Antrag schon vom Prinzip abzulehnen und hier ist schon zu beenden, unsere Diskussion. In den Paragraphen 58, 60, 65 heißt es unter anderem, schon im Planungsstadium ist rechtzeitig und eingehend dieses Problem zu erörtern mit den Vertretern, Personalvertretungen. Also es wurde schon ein Sturm der Entrüstung entfachen, wenn wir dieses Gesetz einfach so durchgehen lassen könnten. Es sind doch tausende von Fragen zu klären vorher. Welche Vorteile und welche Nachteile bringt auch dieses Projekt? Was wollen Sie tun, muss man sich doch fragen, wenn jemand 20, 30 Jahre bei der Polizei war, aufhört freiwillig oder aus anderen Gründen oder aus gesundheitlichen Gründen oder er wechselt vom Vollzugsbeamten zum Verwaltungsbeamten, die Sie ja nicht berücksichtigen wollen. Was wollen Sie? Das Geld auszahlen, könnte man sagen, ist eindeutig, das ist nicht weiter schlimm. Aber deswegen, genau deswegen wollen wir ja keine Langarbeitszeiten einrichten und der Beamte will auch nicht das Geld für seine Überstunden haben, sondern er möchte, dass diese geleisteten Überstunden, mehr Arbeitsstunden meinetwegen auch, in Freizeit. Also, wir wissen auch heute schon, dass der Beamte seine Überstunden sich nicht bezahlen lässt, wenn wir alleine schon betrachten, wie viele Abzüge er hat. Das sind dort die aktuellen auch Begründungen der Beamten dazu. Also, und ob die Attraktivität des Berufes durch die Langzeitkonten erhöht wird, ist doch stark zu bezweifeln. Also, wenn wir da so mal herangehen, wer wird Polizist? Polizist wird man doch aus innerer Berufung und aus der Überzeugung der Sinnhaftigkeit meiner Berufswahl und meiner Lebensvorstellung. Und da denke ich doch nicht als 20-Jähriger oder 18-Jähriger daran, ich gehe zur Polizei, weil es hier Langzeitarbeitskonten gibt. Das ist doch wohl weit hergeholt. Und der Hinweis auf 400 neue Planstellen, die nicht besetzt sind, das ist doch unlogisch in sich, dass man damit was abfedern könnte oder ist auch sogar kontraproduktiv, gerade in der Einführung dieser Phase.
Ich glaube nicht, dass, und den Beweis erbringen Sie auch gar nicht, dass das was bringen könnte. Außerdem, das darf ich mal darauf hinweisen, ist im Übrigen in § 10 der Arbeitszeitverordnung also eine Experimentierklausel eingearbeitet. Und das kann der Innenminister in Abstimmung mit dem Finanzminister schon jetzt im Einvernehmen also andere, flexiblere Arbeitszeiten gestalten. Und es wurde ja auch gesagt, im Jahre 2017 wurde ja zur Jahresarbeitskonten eingeführt für Angestellte, Arbeiter und Beamte. Das ist wesentlich besser als das, was Sie vorhaben. Und das ist klar, vielleicht auch der erste Schritt, genau der erste Schritt, um irgendwann vielleicht dazu zu kommen, Langarbeitszeitkonten einzurichten. Das kann also der erste Schritt sein. Dann, das ist verlässliche Politik, dann nimmt man die Beteiligten mit, also die Beamten, die Arbeiter und Angestellte und natürlich auch die Interessenvertretung. Und darauf kann sich jeder verlassen. Vielen Dank. Wir lehnen den Antrag ab.